Mit Unterstützung der Erste Bank La wird in La Andataya die Lehre durch die Stadtgemeinde dual gefördert. Dabei werden sowohl die Lehrlinge als auch die Lehrbetriebe unterstützt. Lehrlinge mit 3 Jahren Hauptwohnsitz in La bekommen eine direkte Unterstützung während des Jahres und auch die Lehrbetriebe sind bei Erfüllung gewisser Kriterien einmal im Jahr anspruchsberechtigt. Möglich wird diese Aktion durch die Profit Card La der Erste Bank, einer speziellen Sparform für Lehrlinge im Raum La, da ein fixer Anteil als Zuschuss an die Stadt ergeht. Für das Jahr 2017 konnte eine Gesamtsumme von 4.869,05 Euro ausgeschüttet werden. Die Lehrberechtigtenförderung wurde jetzt wieder an Firmen aus La und deren Lehrlinge übergeben. Mit dieser Förderung wird auch sichergestellt, dass Lehrlinge in der Großgemeinde La die volle Lehrzeit eingesetzt und im Betrieb gehalten werden. Im Rahmen der feierlichen Übergabe im Rathaus war auch eine Klasse der Landesberufsschule La zu Gast. Heute wissen wir ja, dass wir einen Facharbeitermangel haben, aber das ist uns heute vielleicht durch die Medien mehr bewusst. Wir, die Stadtgemeinde La, wussten das schon lange und haben somit mit der Ersten Bank dieses Modell entwickeln können. Und es ist ein Zeichen dafür, dass uns die Lehre genauso wichtig ist wie jede andere Ausbildung und dass wir ganz dringend auch Facharbeiter brauchen. Und durch die gute Kooperation mit der Ersten Bank, die uns hier immer wieder unterstützt, ist es uns möglich, hier auch Beträge auszuschütten, die natürlich nicht sehr hoch sind, aber als kleines Zeichen der Anerkennung. Und ich bin wirklich sehr stolz und froh, dass es hier in La Andataya viele Betriebe gibt, die Lehrlinge ausbilden und viele junge Menschen auch immer noch, die diesen Beruf ergreifen, die schon in jungen Jahren wissen, was sie tun. Und so gibt es einen schönen Mix zwischen denen, die länger in die Schule gehen wollen, vielleicht auch studieren, und jenen, die den Facharbeiterberuf ergreifen wollen und schon ganz in frühen Jahren in die Betriebe hineingehen. Und ich darf allen ein herzliches Dankeschön dafür sagen. Als besondere Gäste sind jedes Mal auch mit dabei einige Schüler der Landesberufsschule und die Frau Direktor hat wieder die Duallehre vorgestellt. Die duale Lehre ist nicht nur hier in Österreich, sondern weltweit wirklich ein Vorzeigemodell. Hier sind wir tatsächlich Weltmeister und alle anderen Länder sind stolz auf unsere Ausbildung. Und wir haben hier in La Andataya eine Landesberufsschule. Das ist etwas ganz Wichtiges. Auch hier kommen wieder Schüler zu uns. Es belebt unsere Stadt selber, die gesamte Region. Und auch auf die sind wir ganz besonders stolz. Und ich freue mich, dass die Frau Direktor jedes Jahr wieder kommt und hier in der Schule so gute Arbeit leistet. Unser Beweggrund ist einerseits, Lehrbetriebe zu unterstützen, zum anderen Lehrlinge auch zu motivieren, eine Lehre zu absolvieren. Wir sind zwar ein internationaler Bankkonzern, trotzdem hier am regionalen Markt tätig und jeder Lehrling, jeder Lehrbetrieb, der hier in der Region aktiv ist, kann auch unser Kunde sein, kann auch unser Partner sein. Und insofern ist es uns eine Verpflichtung und eigentlich eine große Motivation, hier ein Stück zur Erhaltung des Lehrberufes beizutragen. Außerdem haben wir heute gehört, die Erste Bank bildet auch nach wie vor noch Lehrlinge aus. Ja, wir bilden selbst in der Erste Bank Österreich jährlich Lehrlinge aus. Unser Berufsschulstandort ist zwar in Wien, die Lehrlinge durchlaufen und absolvieren eine 3-jährige Lehrzeit, die durch viele Bereiche in unserer Bank geht. So gehört auch der Filialteil, die Praxis in der Filiale dazu. Wir bilden unsere Lehrlinge sehr, sehr vielfältig aus, sei es jetzt in der Kommunikation mit Menschen, aber natürlich auch im fachlichen Bereich, der zum Beispiel viel an betriebswirtschaftlichen Themen, volkswirtschaftlichen Themen beinhaltet. Und wir sind bestrebt, auch viele Lehrlinge in unserer Bank nach wie vor zu halten und haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.